Shiva hatte die Zeichen erkannt. Ihr Volk war in Ungnade gefallen. Die Zentauren würden bald über Shao Kahns Streitkräfte herrschen und die Shokan waren dem Untergang geweiht. Shivas Trotzhandlung, ihr Mord an Shao Kahn, ermöglichte ihrem Volk eine neue Heimat im Erdenreich, eine Welt ohne Takatans oder Zentauren. In Zusammenarbeit mit Regierungschefs der Welt konnte Shiva den Kontinent Australien für die Shokan sichern. Als Gegenleistung soll das Erdenreich vor zukünftigen Invasionen beschützen. Für ihre Führungsqualitäten wurde Shiva verehrt. Sie wurde zur ehrenvollsten Shokan in deren stolzer Geschichte.